Ja, Mann, Alter. Skippelin, Alter. Heftig. Nice Crowd, ey. Geht's euch gut? Geil, Alter, geil, Alter. Das freut mich, ey. Boah, du guckst skeptisch. Felix Lobrecht-Merch oder was? Jawohl. Nice. Wie heißt du? Katrina, wie alt bist du? Wo kommst du her? Smalltalk. So. Smalltalk ist scheiße, ey. Wenn man jemanden neu kennenlernt, muss sein, leider, ne? Aber kennt ihr diesen Smalltalk? Den hat man so mit Leuten, die hast du so 3, 4 Jahre nicht gesehen und zufällig siehst die dann irgendwo und die sind voll euphorisch, aber du mochtest die schon vor 3, 4 Jahren nicht. Samuel, gib's doch nicht. Spielst du noch Fußball? Wo arbeitest du? Bist du noch mit der zusammen? Halt's Maul! 3-mal darfst du raten, warum du das alles nicht weißt. Mittlerweile mache ich das anders. Ne? Wenn so eine Nase auf mich zukommt und sagt, hey, cool, wo arbeitest du denn? Sage ich, in der Entwicklung. Sagt er, cool, was entwickelst du da? Ich sage, Hass. Hauptsächlich Hass. Ey. Bin auf dem Weg hier vorhin hingelaufen, ne, von einem schlesischen Tor. Bin so meinen Text durchgegangen. Und Comedians sind halt komisch, wenn die Texte durchgehen, sondern guckt man auch mal so in der Gegend komisch rum oder so durch Leute durch, ne? Und da kommt so ein südländisches Pärchen auf mich zu, keine Ahnung, Türke oder was, und der meint so, ey, Dicker! Was ist mit dir? Hast du gerade meine Frau angeguckt? Und ich meinte so, nein, Alter. Aber hast du dir die mal angeguckt? Das ist ja grausam, Alter. Was ist das? Seid ihr auf dem Weg zu einer Motto-Party oder was? Thema Hautkrankheiten, ja? Und deine Freundin geht als Neurodermitis, oder? Nee, da. Ja, Sachen passieren, ey. Ja. Ja, und obwohl ich so böse bin, habe ich trotzdem eine Freundin. Ne? Ist auch alles super. Ich habe letztens nur einen Fehler gemacht. Ne? Und zwar war ich mit der Fußball gucken. Macht das nicht, ne? Wenn ihr Fußball liebt. Macht das nicht. Ne? Er hat schon eben gesagt, ich komme aus Düsseldorf, Fortuna-Fan. Ne? Ich gucke mit der zusammen Fußball. Maul, Maul, Maul. Seehund, Spasti. So. Pass auf. Pass auf. Ich komme aus Düsseldorf, ne? Guck Fortuna Düsseldorf. Meine Mannschaft kriegt voll auf den Sack, liegt 4-1 hinten. Ich bin sauer. Ne? Hab mir während des Spiels so 2 bis 7 Bier reingestellt. Ich bin aggressiv, ne? Und meine Freundin ist halt wirklich die liebste Person der Welt. Ne? Und die meint so, Samuel. Oh, ist doch nur ein Spiel. Mhm. Ist ja auch nur eine Beziehung. Nein, ist doch böse, wenn man dafür klatscht. Nein. Aber mit Freundin ist wirklich alles super. Das Problem ist nur, wenn du eine Freundin hast, das größte Problem ist, du musst neue Leute kennenlernen. Und ich will das nicht, ne? Ich habe meine 5, 6 besten Freunde, mehr brauche ich nicht, ne? Und dann stehe ich da auf diesen scheiß Partys rum, ziehe eine Fresse und meine Freundin denkt sich so, ach, der Muffelkopf. Ich suche dem jemanden auf der Party, mit dem der was gemeinsam hat. Und ich stehe da so, ziehe eine Fresse und da kommt meine Freundin an mit so einem kleinen schwarzen Stöpsel. Und sagt so, Samuel, das ist Mbongze Tepe Mawani. Ich sage, was ist das? Das ist Mbongze Tepe Mawani. Sie kommt aus Burundi. Das ist auch in Afrika. Und, ey, seid mir nicht böse, ne? Aber ich bin ein Düsseldorfer Junge. Ich schwör's euch, ne? Jeder, der mich kennt, weiß das. Ich sehe nur so aus. Ich bin hart deutsch. Es ist wirklich traurig, aber ich habe mit dem schwarzen Kontinent nichts gemeinsam. Ne? Abgesehen davon, wenn man mich sieht, keine Ahnung, Kubaner, Tunesier, Marokkaner, irgendwas, die schwarz wie die Nacht. Nasenlöcher. Eine Waffel, Kugeleis mit Sahne, passt da rein. Mpongze Tepe Mawani. Was bringt mir das? Mpongze Tepe Mawani. Was bringt mir das? Außer 54 Punkte beim Scrabble. Und auf diesen Partys hast du immer mindestens einen übermotivierten Jochen.
der steht da, ready as fuck. Und seine selbst auferlegte Mission ist so, ich sorge hier mal bei den Leuten, die nicht so Bock auf die Party haben, Integration, Hilfe. Ne? Und da kommt der zu mir an. Hey, ich bin der Jochen. Samuel, freut mich, fester Händedruck. Lass mich raten, du bist ein Steinbock. Und ich so, du glaubst an Horoskope. Lass mich raten, du bist eine Muschi. Nee, weil solche Jochens sind das nämlich, die werfen immer mit so Floskeln um sich. Kennt ihr diese Menschen, die für jede Scheißsituation eine Floskel haben? Samuel, egal was passiert, Kopf hoch. Egal was ist, glaub mir, egal was ist, Kopf hoch. Wirst du von mir niemals hören. Kopf hoch, sage ich zu niemandem. Außer zu Leuten mit Doppelkinn. Ja, dann macht das Sinn, ey. Kopf hoch. Wenn du in der Nase aussiehst wie ein Grieche auf dem Rücken, mach den Kopf runter. Scheiß Floskeln. Ja, ist so. Diese Floskeln gehen mir auf den Senkel. Kennt ihr das so? Blut ist dicker als Wasser. Familie über alles. Blut ist dicker. Ich sag euch was, ne? Jeder hier im Raum hat mindestens einen in der Familie, wo der sich denkt, den brauchen wir nicht. Lüge ich? Nein. Es ist die Wahrheit. Blut ist dicker als Wasser. Kotze auch. Selbst die eigene Mama, ne, kommt manchmal mit so Floskeln durch. Ich weiß noch ganz genau, ich war so 9 oder 10 Jahre alt, bin Fußball spielen, krieg einen Ball in die Fresse, komme so blutend in die Wohnung nach oben, bin voll am Heulen. Meine Mutter sagt, Samuel, wa? Indianer kennen keinen Schmerz. Ja, hab ich Federn auf dem Kopf oder was? Ist mein Kinderzimmer ein Tipi? Ich bin doch kein Indianer. Indianer kennen keinen Schmerz. Ja, Eskimos kennen keinen Sonnenbrand. Mann, du. Abgesehen davon, wie es der Zufall wollte, ein paar Wochen später habe ich Geschichtsunterricht in der Schule. Ne? Stellt sich raus, Indianer kennen Schmerz. Nee, ich reg mich hier wieder auf, ey. Ja, aber eins geht mir noch auf den Senkel, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber seit ein paar Jahren gibt es das und das fuckt mich tierisch ab. Jemand tut euch einen Gefallen, ihr sagt so, danke. Und die Person sagt, nicht dafür. Doch. Doch, genau dafür. So weit bist du. Bist du jetzt das offizielle Entschuldigungskomitee oder was? Entscheidest du jetzt, wofür ich mich entschuldigen? Hä? Wichser, ey. Nee, sowas fickt meinen Kopf. Ne? Und ich habe mir Gedanken gemacht. Wo kam das her? Wo kommt das her? Und weil ihr alle wissbegierig ausseht, erkläre ich euch jetzt die einzige Situation, wo das herkommt und wo es auch Sinn macht. Pass auf. Ist im Büro. Älterer Arbeitskollege, jüngerer Arbeitskollege. Der Ältere zeigt dem Jüngeren ein Bild von seiner Tochter. Und die Tochter ist nice. Ne? Und der Junge denkt sich so, ich würde die gerne daten. Irgendwann nimmt er seinen Mut zusammen, geht zum Älteren hin, meint er so, meinst du, ich kann die mal treffen? Sagt der Ältere, weißt du was, du bist nett. Klar, komm rum. So, fährt er zu dem nach Hause, steht der Ältere da mit seiner Tochter und sagt, okay, ihr geht jetzt ins Kino, passt, ne, um Punkt 11 seid ihr wieder hier. So, haut er mit der ab, ne, die gehen aber nicht ins Kino, die fahren sofort ins Hotel. Ne, und da flankt er die komplett von links nach rechts durchs Zimmer, ne, nimmt die komplett Volley, bringt die Alte durchgenudelt wieder zurück. Vater macht die Tür auf, 11 Uhr, danke. Nicht dafür. Dankeschön.